Hallo Kinder, mit unserem neuesten Experiment, der Kinderzimmer-Gemüsegarten. Wow, schau mal hier, dieses ganze Gemüse, was wir hier mitgebracht haben. Und dann legen wir mal los. Wir brauchen Radieschen. Ah, Radieschen. Wow, Fabius. Lauch haben wir dabei. Okay, werde ich mit dem Lauch. 1, 2, 3 und... Karotten oder Möhren kann man auch dazu sagen. Genau. Und Kohlrabi. Hep. Okay, dann fangen wir mit der Kohlrabi an. Wir schneiden als erstes den oberen Teil von der Kohlrabi ab. Und diesen Teil kann man ja wunderbar essen. Aber mit dem oberen Teil, was machen wir damit? Damit machen wir den Gemüsegarten. Okay, Fabius. Legt los. Das ist für nachher. Mhm. Gut, was brauchen wir noch? Karotten, genau. Okay, Karotten. Schwupps. Ganz einfach. Oh, wir schneiden das Grün noch ein bisschen ab, dass es auch nachwachsen kann. Denn der obere Teil, die Kappe, die liefert für unser Experiment die Nährstoffe. Der Lauch, genau, der kommt da auch rein. Und können wir noch ein bisschen Radieschen haben? Radieschen, Radieschen, Radieschen. Genau, hier ein Radieschen. Gleiche Prinzip. Fabius. So, das können wir nachher alles essen. Essen, essen. Fabius, was machen wir noch? Noch ein paar Karotten, ne? So, die Kappe dahin. Grünzeug. Oh, noch ein Kohlrabi. So, Fabius. Wunderbar. Karotte, Karotte. Was ist das denn? Ach, hier, die Kresse. Die auch hier hin? Fabius, gefällt dir das so? Gut. Und dann, was haben wir hier? Hier haben wir ein Tellerchen und eine mehrlagige Küchenrolle auf den Teller. Okay, was brauchen wir jetzt? Die Kresse. Ein bisschen Kresse. Das streuen wir da drauf. Wunderbar. Gut. Fabius, dann haben wir alles beisammen, oder? Oh, du, was ist da? Ah, genau, das Wasser fehlt noch. Die magische Flüssigkeit direkt aus dem Wasserhahn. Ohne die geht es gar nicht. Ja? Fabius macht das jetzt alles schön nass. Uah, auch mich, da habe ich wieder nicht aufgepasst. Hast du mich nass? Ja, Fabius, ist gut, ich gebe auf. Genau. Fabius, du musst das alles richtig schön feucht machen, besonders die Kresse. Immer schön feucht halten für die nächsten Tage. Und noch ein bisschen mehr dazu. Und dann lassen wir die Kresse wachsen. Ungefähr 2 Wochen halten diese verschiedenen Gemüseteile. Fabius, isst du das? Ich sage jetzt schon mal Gemüseteile, ja? Die Gemüsekappen. Kannst du 2 Wochen. Oh, Fabius, guten Appetit. Dir schmeckt das gut, oder? Lecker. So, die Gemüseendkappe. Das ist die Gemüseendkappe. Die ist abgeschnitten. Das Grüne ist abgeschnitten. Das stellst du dann auf die Küchenrolle. Hältst die Küchenrolle 2 Wochen lang schön feucht. Und die Nährstoffe, die noch in der Kappe drin stecken, die reichen dafür, dass neue Blätterchen nachwachsen. Das kannst du beobachten, jeden Tag ein bisschen mehr. Viel Spaß beim Beobachten. Dann sage ich noch, viel Spaß beim Nachmachen, beim Pflanzenwachstum beobachten und immer schön pflegen, Wasser drauf. Und dann sage ich nur, viel Spaß bei unserem nächsten Experiment. Wir hoffen, dass du wieder mit dabei bist. Schalt wieder ein. Tschüss, mach's gut.